Dass der DAX eine Schulterformation ausbildet, wird nun immer wahrscheinlicher, nachdem gestern die Märkte in den USA doch ziemlich herbe zum Handelsende hin abverkauft haben. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf eben die Märkte. Und die US-Indizes haben abverkauft, obwohl der Ölpreis gestiegen ist, gestern sehr deutlich nach den überraschend gesunkenen Lagerbeständen, die über 3 Millionen Barrel gefallen waren, statt etwa 3 Millionen Barrel zu steigen, wie prognostiziert. Daraufhin schoss der Ölpreis nach oben. Das hat zunächst mal den US-Indizes geholfen, aber eben nicht lange. Dann setzte sich die Schwäche durch. Schwäche vor allem, weil der gesamte Einzelhandelssektor in den USA schwer unter Druck war. Staples, Office Depot, diese Fusion dieser beiden Unternehmen, die ja nicht genehmigt wurde, daraufhin stürzen beide Aktien ab, aber auch Macy's sehr schwach, Disney sehr schwach nach Zahlen, also das waren im Grunde die Faktoren, die dann den Gesamtmarkt mit nach unten gezogen haben. Da war doch ein gewisses Erschrecken spürbar, nachdem anfangs die Märkte sich noch auf den Ölpreis fokussiert hatten. Für den DAX heißt das, jetzt wird es möglicherweise ungemütlich. Wir wollen erstmal schauen, was die Asiaten aus dieser ganzen Geschichte machen, und die halten sich einigermaßen. Der Nikkei nur knapp im Minus, 0,09%, Shanghai 0,37%, Hang Seng 0,43% und Australien ebenfalls 0,37%. Also moderate Abgaben, die das Geschehen an der Wall Street nicht so ganz widerspiegeln. Gestern die US-Indizes ja so um und bei 1% gefallen. Also durchaus unter Druck. Was haben wir heute? Ja, heute haben wir mal wieder Termine. Hurra! Die Industrieproduktion, 11 Uhr Erstanträge, 14.30 Uhr und die Daten zum Export- und Importpreisen aus den USA um 14.30 Uhr sind also Daten aus der zweiten Reihe. Aber man ist ja schon dankbar für alles, und vielleicht sind Sie auch dankbar, wenn Sie heute finanzmarktwelt.de lesen, denn da wird Interessantes wieder zu finden sein. Jetzt schauen wir uns die Charts an, gucken, was ist passiert, was wird kommen, was wird los sein. Wir sehen hier diesen doch ziemlich scharfen Abverkauf des Dow Jones, hier gestern noch diese Kerze nach oben in Gefolge der Lagerbestände für Öl, aber dann ging es scharf nach unten in Richtung 17.700, jetzt aktuell auf CFD-Basis 17.730. Das bedeutet, der DAX dürfte reinkommen so um und bei, ja, in dieser Zone, wo wir auf XTAX-Basis auch rausgegangen sind, 9.925, 9.930 nach aktueller Indikation, kann sich ändern, bis Sie das Video sehen, und es droht eben die Ausbildung hier dieser Schulterkopf-Schulterformation mit der rechten Schulter, die so ein bisschen nach oben gezogen ist. Das heißt, der Markt hat hier versucht, doch nochmal nach oben zu laufen, ist aber gescheitert, und das ist normalerweise kein wirklich gutes Zeichen. Wir könnten sagen, die Nackenlinie, die ist um und bei 9.950 in dieser Zone, die ist gestern ja schon gebrochen worden. Jetzt muss man sehen, ob diese 9.900er Marke hält. Dann Unterstützung in der Zone 9.800 bis 9.750. Aber oben, da müsste der DAX endlich mal die 10.000er Marke überwinden, die gestern kurz angelaufen wurde nach den Öllagerbeständen, und dann hier über 10.060 steigen, über 10.100 steigen. Dann wäre all das, was ich zur Schulterkopf-Schulterformation gesagt habe, natürlich hinfällig. Schauen wir uns den Euro an, der bleibt robust über der 1,14er Marke, 1,1423. Dollar-Yen kann sich etwas erholen jetzt in den letzten Minuten, das ist gut für die Märkte. Ihr Handelsbilanzüberschuss ist sehr, sehr deutlich, größter Leistungsbilanzüberschuss in Japan seit 2007. Das hilft auch dem Yen. Aussagen von Kuroda heute, des Notenbankchefs, nicht so wirklich prickelnd, nicht so wirklich aufschlussreich in Sachen Fortgang der Notenbankpolitik. Das ist das Öl, das gestern ja wirklich hier um gut 2 Dollar nach oben schoss, nach eben dem Rückgang der Lagerbestände, und sich da auch hält, 46,08 Dollar, tendenziell auch eigentlich ganz gut für die Märkte, aber gestern hat man das dann beiseite gewischt nach anfänglicher Freude, und das Gold bleibt stabil bei 1273. Also, der DAX muss jetzt heute irgendwie den Befreiungsschlag hinkriegen, sonst droht eben diese Ausbildung der Schulterkopf-Schulterformation mit Kurszielen dann 9,8, 9,57, wenn die 9900 durchgeht. So schaut's aus. Ich wünsche allen, die in Norddeutschland leben, einen sonnigen Tag, und allen, die zum Beispiel in meiner Heimatstadt München leben und heute mit Regen konfrontiert sind, es ist nun mal so, wie es ist. Auch wir im Norden haben es mal verdient, ein bisschen Sonne abzubekommen. Bis dann, Servus und Ciao.